Hallo und willkommen! Wir sind hier einfach immer noch weiter beim Spielbrett. So, jetzt sind nur noch 5 Runden zu spielen. Dann ist es vorbei. Und diese machen wir einfach. Jetzt kommen die aktuellen Spielsteine. Yoshi ist erster, zweiter ist Luigi, dritter ist Mario und vierter ist Donkey Kong. Etwa der große Superheld. Ich glaube, dass Yoshi gewinnen wird. Mal schauen, wir haben noch 5 Runden vor uns. Ich habe eine freudige Nachricht, okay? Ab dieser Runde haben alle blauen oder roten Felder doppelten Wert. Außerdem gibt es von mir nun 20 Münzen Bonus. Das ist wirklich aufregend. Mit etwas Geschick ist es die Chance aufzuholen. Denn Sport hat begonnen. Ihr wollt Superhelden werden. Dann viel Glück. Damit auf in die letzten 5 Runden. Last 5 Turns. Mario ist beginn. So, das Spiel ist eigentlich voll deutsch. Trotzdem kommt da voll die englischen Bescheidungen. So, jetzt bekommt Josh den zweiten Stern. Natürlich. Der hat 2 Sterne. Okay, da hab ich nicht aufgepasst. So, der nächste Stern ist okay, da. Wieder 20 Münzen, das kennen wir alles schon. Danke, Todd, für die Hilfe! Und jetzt gibt doch Yoshi seine letzten Wege! Und bekommt schon wieder einen Stern. Nee, weil er nicht genug Münzen hat. Sonst hätte er schon einen dritten Stern. So, ich tue jetzt hier dran. Der muss jetzt hier 9 gehen. Und auf würfeln. So, und jetzt nervt ihn das, dass der fliegende, rollende Stein kommt. So. Und jetzt muss der Donkey Kong wieder an sein. Man kann so ein Ding auch in die Hand nehmen. Für Blair Game ist Luigi gegen Yoshi und Donkey Kong. Jetzt wird's spannend. Kanoneninsel. Die Kanonen ziehen auf die Insel. Diese wackelt und kippt mit den Wellen. Versuchen es herunterzufallen. Wenn eine Kanonenkugel die Insel trifft, siehst du Sterne. Weißen Kugeln mit Sprung aus. Wie wegen Adring, okay. So lasse das Spiel beginnen. Toll, ich bin gleich erstmal verreckt. Aus das Kino. Das ist auch weg. So, Josh ist wieder da und greift an. Und Yoshi ist erster. Finde korrekt. So. Jetzt haben wir schon die vierte. Ja, ich bekomme 20 Münzen. Und bin verdammt normal reich aktuell. Mal schauen.
Dein Kost, das Wasser, was da passiert. Aha. Das kommt ein Pilz und darf nur ein Fall gehen. Die Würfel haben im Übrigen vorhin gekauft, also im ersten Part. Im ersten Part habe ich die gekauft. Die Mitten wurden ab. Den können wir wieder raus tun. So, jetzt gibt es wieder das Roulette. Großes Münzenprügeln. Ja, das erinnert ein bisschen an Super Smash Bros. Also das N64 Super Smash Bros. Also, der Spieler im Bowser-Kostüm kann nur laufen und nochmals kaufen. Laufen, ja. Passt auf, wenn es Münzenprügeln heißt. So. Versuche, die Person im Bowser-Kostüm mit dem Hammer zu schlagen. Trägst du das Kostüm, laufe vor den anderen davon. Weiter. Versuche, die Person im Bowser-Kostüm mit dem Hammer zu schlagen. Aha. So, mach ich die Donkey Kong. Soll kurz bewegen, ja, laufen. So, wir müssen jetzt die hauen, die... Das sieht ja irgendwas. Ich finde das eigentlich voll. Voll ulkig. Zack. Oh, klar ist der gewinnt. Finish. Jetzt hat gewonnen. Nein. Naja, das ist gar nicht so schlimm. But okay. Das ist noch das Donkey Kong dran. Es passiert nichts. Großes Kino. So. Fahre in zwei Teams ein Rennen. Das ist ja geil. Mit den drei Sinnen. Je öfter ihr A drückt, desto schneller werdet ihr. Jetzt drückt doch nicht ständig Dings. Wisst ihr nur, dass wir A drücken müssen. Den Rest irgendwie wissen wir nicht. So bietet damit offiziell Start zu drücken. Siehst du, was mir das nächste Mal runterfällt, wenn das schnell fährt und alles. Das ist alles deine Schuld. Also nie wieder Start. So, was hast du jetzt davon? Kein da ist ins Ziel gekommen. Aber ich wusste, wie die Start. Schön für das. Alter, das ist krass. Da, ja, jetzt. Ja, Last 3, also die letzten drei Runden laufen. So, jetzt ist Yoshi dran. Jetzt ist Luigi dran. So, jetzt ist Donkey Kong dran. Und spielt ein Player Minigame. Großes Kino. Yeah!
Sowas ist witzig für Halloween. Finish! Finish! Ja, lustig. So, ich bin noch weiter. Da weißt du Münzen, ne? Wie sich das Blatt irgendwie wenden kann. Zuerst war es letzte, hatte 0 Münzen. Naja. So, nachdem jetzt hier Donkey Kong dran war, gibt's ein 4-Player-Minigame. Mario Party 1 ist speziell nicht so mein Lieblings-Mario Party. Es gibt einfach bessere. Warte mal. Mario Partys. Die einfach besser sind. Ach, das ist ähnliches wie dieses Bombenspiel von Frau Kla- von Frau Lehrerin. Nein! Nein! Jetzt auch von den anderen, okay? Ja. Entschuldigung, dass ich gerade die Umständen übersteuert habe. So, die letzten zwei Runden beginnen. Und ich kann jemanden. Geld dauern. So, ist natürlich Donkey Kong. Okay, das war einfach mal halt, aber. So, nehme ich dir. Geld weg. Na gut, im Prinzip hast du eigentlich Rest, aber egal. Wenigstens kannst du es mit Bowser ein Spielsinn machen. So, jetzt kann ich diese hirnrige Statue kaufen, die mir nichts bringt. Ja, großes Kino. Kommt da in der Wald. Lustig. Ich weiß gar nicht, ob das dein jetzt eigentlich so was Schlimmes symbolisieren soll. Also ist jetzt eigentlich nichts, da wird man nur weiter Stern weg, ne? Lustig. Ich hätte mal eine Party, einfach super Sache. Also ich find's, na gut, ich find den ersten Ableger irgendwie nicht der beste, aber auch nicht mein schlechtes, also ja, weil ich einer der Ableger, die ich natürlich nicht so gern mag, einfach weil es der allererste ist, die anderen werden dann deutlich besser. Wirst du auch mal sehen, weil wir einfach jedes Mal den Mario Party loswerden. Naja, vielleicht suche ich mir auch einen Typ aus, der irgendwie ein bisschen mehr Lust hat. Will es ausschneiden? Ich hab zuerst ausschneiden gesehen. Ausschneiden. Schneide die versteinerten Figuren aus. Nutze den Dingstick, um es zu bewegen und an der Linie schneiden. Was gibt's denn noch? Warte mal. Das tut doch etwas. Das tut das doch. Den Weg, jetzt weiß ich nicht mehr. Verdammt mal nicht leicht. Ich hab meinen Fuß. Hab den Fuß vergessen. Hab meinen Fuß erst vergessen. Ja, gleich sehen wir. Da bin ich jetzt das erste fertig.
Donk Donk Kong wird nicht mehr fertig. Okay. Donk Kong hat 0 Punkte. Ich hab meinen Fuß einfach weggelassen. Ja, siehst du das? Hat mein Fuß da. Ja, toll. Großes, großes Kino. So, du schmeißt gleich weil jetzt den Controller hin. Tja, letzte Tour. Oh. Großes, großes Kino. Ja, toll. Ah, großes Kino. Großes Münzenprügeln wieder. So, das wissen wir noch, wie es ging. Und jetzt auf, verdammt, um was da zu drücken. Warte, wegen mal. Ich weiß nicht, wie es wegrennen. Okay. Ja, toll, ich weiß nicht, wie das hier funktioniert. Ach nee, wir dann. Also, ja, hier gibt's nichts, mich nur liegen. Ah, hüpfen kann beispielsweise. Ja. 7 Sekunden! Komm schon, das schaff ich! Finish! Yes. Oh no! Also jetzt machen wir ein Bild, dass ich jetzt hier einfach ich nur noch aufs Dach drücke. Sonst weiß ich gar nicht, wie das Ganze geht. Das war jetzt unfair. Natürlich. Also, ich finde das Spiel eigentlich ganz cool. Das ist eigentlich ganz cool. So, und jetzt. Ich danke Hohen nochmal dran. Und ist besser als ich. Besser als ich. Ja, komm. Die Flamme. Überholt mich jetzt noch im letzten Augenblick. Du wirst geradeaus gehen. Na, eine Mission. So, jetzt gibt's das letzte Minigame. Ist VS den Rest? Großes Munzenprügel. Ah, jetzt bin ich da wieder der Ausgrießer. So, jetzt hab ich wenigstens hier aufs Dach gedrückt. So. Nee, ich war schneller. So, jetzt bin ich hier der Ausgrießer. Lustig. Ich darf das Game 1998 gemacht worden ist. Ist das bewusst gerade einfach rum? Okay, ist das Game eigentlich ganz nice? Muss dazu sagen, das war so ein. Nein, das ist ein richtig cooles Spiel. Ich werde immer schon lachen. Also, ja, ich kann es. Also. So, alter Spiel. Tja, der gewählte Rundenzahl ist verfügbar. Kommen wir zu Ergebnissen. Wer wird wohl der größte Superheld sein? Die Person mit den meisten Sternen ist der Gewinner. Lasst uns schauen, wie viele Sterne ihr habt. Ja, Luigi. Ja, vor allem Yoshi. Wenn es nicht mittels der Sterne entschieden werden kann, muss die Entscheidung an Münzen fallen. Lasst uns schauen, wie viel Münzen eingesammelt hat. Cool. Bevor ich Superhelden nenne, werde ich die Gewinner einzelner Auszeichnungen mit einem Bonus belohnen. Als erster wäre da das Spielstern für die meisten im Minispiel gesammelten Münzen. Das Spielstern geht an Yoshi!
Respekt, Yoshi. Es folgt der Münzstern. Der Spieler, der die meisten Münzen gesammelt hat, erhält diese Auszeichnung. Der Münzstern geht an Mario, it's a me! Boom, bang, buff. Zum Abschluss haben wir den Ergebnis-Stern für den Spieler, der die meisten Fragezeichen-Zähler betreten hat. Okay, diesmal haben wir 3 Ergebnis-Sterne. Mario, Yoshi und Donkey Kong. Da freuen wir uns natürlich. Jetzt hat dafür Yoshi gewonnen. Ist klar. Schreiten wir zu Siegerehrung der Gewinner. Ich höre uns zwei Hälfte super halt. Oh, Wumba Wumba Yoshi! Schade. Ja, ich glaube, ich was weiter. Ja, Yoshi. Bald. Das freut sich natürlich. Glückwunsch! Was mag nun auf diesem Feld passieren? Dass alle Sterne gefunden wurden. Es öffnet sich eine Truhe. Aus dieser Truhe kommt raus. Ein goldenes Etwas. So, Yoshi. You are the Superstar. Aha. Pass auf! Junge! Jetzt geh! Ich hab doch gesagt, dass du das hin sollst. So, Luigi ist leider 4. Donkey Kong ist 3. Also, erst genaue Ergebnisse. Wo ist denn es? Ich suche gerade es. Die ist die Menge eurer im Spiel gesammelten Sterne. Yoshi 4 Münzen. Aha. Okay, dann klicken wir doch mal auf weiter. So, die Münzen kommen jetzt in unsere Spardose. Du bekommst 14 S-Münzen als Season. Da freuen wir uns natürlich. Sterne kommen wir auch. Nein. Damit haben wir 77 Sterne. Ja, damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder.